Hallöchen zusammen, willkommen zurück bei Shadow Man Remastered. Ich bin jetzt nochmal etwas durch die Gegend gelaufen. Und habe es geschafft, hier rüber zu kommen. Erinnert ihr euch noch an diesen Raum hier? Da waren diese Gegner, die auf zwei Beinen so rumgelaufen sind. So ganz strange und merkwürdig. Da hatte ich gesehen, da kann man sich an der Wand entlang hangeln. Und ihr seht unten rechts, ich habe noch eine dunkle Seele gefunden. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch noch an die eine, wo ich öfters gestorben bin, wo so ein kleiner Lavasee war, wo ich drüber springen wollte. Ich habe einen Gang gefunden, der mich dahin geführt hat. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Kann ich euch gleich nochmal zeigen, vielleicht, wenn ich da nochmal vorbeikomme. Was ist das? Ist das eine Waffe? Ist eine Waffe. Die sprüht Feuer. Er braucht die dunkle Seelen, oder was? Oder hat das was mit dem Aufladen zu tun? Ja gut, nichtsdestotrotz haben wir es jetzt geschafft, eine neue Waffe zu bekommen und haben noch, wie gesagt, eine dunkle Seele bekommen. Cool. Ich hab's. Ich hab's. Ja, da kommen wir nicht durch. Ich glaube, ich möchte die Pistole lieber gerne in der Hand haben und den Stab in der anderen. Ich glaube, das finde ich gut. Sind wir denn hier? Echt noch gar nicht. Zeit, was Neues zu entdecken, würde ich sagen. Speichern wir gerade mal hier. Ich habe mal einen neuen Spielstein angelegt dafür. So, ich wollte euch noch zeigen, die dunkle Seele. Na gut, wenn ich jetzt nochmal zurückspringe, ist das halt mega der Weg, den ich zurücklegen muss. Auf jeden Fall hier links, ne, ganz links, bin ich ja lang gegangen. Beziehungsweise, nee, also wir kommen ja von hier da hinten hin. Bei Zeiten kann ich es nochmal zeigen. Also, wie gesagt, schaut in der älteren Folge, da bin ich öfters mal in so einen kleinen Labertümpel gefallen und da war eine dunkle Seele. Und ja. Die habe ich nicht kriegen können und habe dann einen Weg gefunden, diese Seele zu bekommen. Und jetzt, wie gesagt, haben wir ja vier. Okay, hier geht's eh nicht weiter für mich. Da komme ich nicht rüber. Aber noch ein paar Kodoks zu finden, hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Dann werde ich jetzt einfach mal hierhin zurückgehen, wo ich herkam. Also, okay. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr für mich. Lass mal die hier loswerden. Ich hab's. Ah, genau, hier war das. Kann ich euch zeigen. Hier war ja die dunkle Seele auf der Seite, ne? Die habe ich jetzt eingesammelt und dadurch kam ich jetzt auf vier dunkle Seelen, beziehungsweise meinen Level 4 Counter, nenn's wie du willst. Der Weg dahin ist eigentlich relativ easy. Man geht quasi hier entlang. Quatsch. So. Man geht wie folgt. Also es geht erstmal hier hoch natürlich. Und dann gibt es hier... müssen wir hier rüberspringen?
Ja, ja, klappt ja hervorragend. Wir werden auch gleich weitermachen und die Türen mit der Stufe 4 öffnen. Aber bevor will ich euch das noch zeigen, wenn wir schon gerade hier sind. Es ist kein großer Umweg. Ist so ein bisschen tricky mit dem Springen hier. Hier rein. Dann sind wir hier in der Area. Und dann geht es hier durch diese Nische. Und dann ist hier ein Weg. Und dieser Weg führt quasi dann dahin. Wir laufen hier hin. Und hier war die dunkle Seele. Können wir einsacken, habe ich gemacht. Genau. So. Jetzt muss ich dann mal gerade auf die Map gucken, wo wir denn gerade sind. Wieder zurück, oder? Ach nee, oder? Ich will nämlich gerade noch was untersuchen. Mir fällt nämlich gerade was ein, was ich mir noch anschauen wollte. Ich da eigentlich schon drin, frage ich mich gerade. Es gibt einfach gewisse Bereiche, die ich irgendwie aus Dummheit oder so nicht untersucht habe. Oder ich habe es einfach nicht gesehen. Hier können wir noch hochlaufen, ja. Gehen wir mal hier rein. Kommt mir nicht bekannt vor, irgendwie. Vielleicht habe ich hier die Chance auch noch auf eine dunkle Seele. Was ich alles hier verpasst habe. Ja. Wäre ich schon mal hier gewesen, wären die Dinger nicht mehr hier. Okay. Spannend. Was man alles entdeckt, wenn man sich wirklich mal Zeit nimmt und die ganzen Sachen hier untersucht und guckt. Das ist ein neuer Bereich. Da ist sogar noch eine dunkle Seele da hinten. Wahnsinn. Ich werde nicht mehr. Komme ich denn dahin? Von der Seite hier rüber? Bin ich denn jetzt? Ach, die Musik. Was ist das hier? Erkenne das ja nicht wieder, oder? Erkenne nicht, was das sein soll. Ja, sag mal. Zackt's aber. Ich hab halt Angst runterzuspringen, dass ich nie mehr hochkomme. Die Gegner bespaßen mich hier als. Komme ich denn an die dunkle Seele ran? Schaffe ich das rüberzuspringen? Ich glaube nicht, ich brauche einen Mechanismus mit einem Seil. Ja, ja. Das sieht sehr danach aus. Ach, von unten komme ich hier wieder hoch. Okay, dann kann ich mich auch unten umsehen. Gib mir dann Lebenssaft. Schon strange, ne? Dass ich diesen Bereich hier zuvor nicht entdeckt habe. Aber freut euch dann umso mehr auf mehr Shadow Remastered Content. Beziehungsweise, dass wir jetzt hier endlich weiterkommen. Was ist das denn? Ah. Hat sich hier in der Ecke einfach versteckt. Ganz schön dreist. Machen wir sogar noch einen.
Okay, hier ist ein weiterer Tunnel. Mit der hin. Vielleicht führt der wieder zurück. Nee, das ist auch irgendwie ein Bereich, in dem ich noch nicht war. Ah, das ist der untere Bereich, verstehe. Stirb endlich. Okay, hier ist was. Ah, damit komme ich an die dunkle Seele ran. Finally. Oh Gott, das war eine Falle. Na. Ich hab's. Okay. Gut, ich glaube, mehr ist hier nicht. Das heißt, wir können wieder zurück und uns die dunkle Seele schnappen, indem wir mit dem Seil darüber klettern. Awesome. Ich bin richtig froh, dass ich jetzt noch echt mal geguckt habe und wir hier ordentlich weiterkommen. Finde ich geil. Sehr, sehr geil. Weil ich war halt auch eben so, oh Mann, ey, ich komme hier nicht weiter, das nervt und muss wieder so viel Backtracking machen und vielleicht habe ich hier nicht geguckt und es gibt nicht wirklich eine integrierte Karte im Spiel und dann habe ich hier noch diese Karte an der Seite, aber die ist halt auch mehr so schlecht als recht. Ich kann nur gucken, in welchem Bereich ich mich befinde. Ja, aber jetzt gerade scheinen wir doch auf einem richtigen Weg zu sein, wo wir sogar noch woanders hin könnten, aber ich sag mal so, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. So. Genau wie die dunkle Seele, die gehört jetzt mir, wie er so schön immer sagt, wenn er eine findet. Dunklen Seelen gehören mir. Mir. Gut. Dunklen Seelen gehören mir. Oh ja. Nice. Wo führt dieser Gang denn hin? Vielleicht können wir das ja noch in Erfahrung bringen. Oh, da kommt sogar noch einer hinter mir. Wo kommst du denn her? Du warst eben noch nicht da. Kommen von da raus. Echtheit. Trau mich nicht mit meinem Zauberstab zu ballern. Geh down. Und okay. Okay, da ist wieder eine dunkle Seele, aber das kann ich ja jetzt schieben. Vielleicht kriege ich die dunkle Seele sogar. Die dunklen Seelen gehören mir. Oh ja. Okay, nach so viel neuen dunklen Seelen und Progress speichere ich doch direkt nochmal. Wo sind wir? Reich der Toten, wüstes Land. Okay. Noch immer im Wüstenland. Oder wüstes Land, nennt's wie du willst. Ist das Wasser?
Sieht halt echt nicht aus wie Wasser, ne? Die wollen mich voll bambuseln hier. Ziemlich frech. Ja, keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Leuchtet mir gerade noch nicht ein. Macht aber nichts. Kommt Zeit, kommt Rat. Die dunkle Seele werde ich mir auch noch schnappen mit Zeiten. Okay, aber gut zu wissen, dass hier noch was ist. Muss mir halt nur versuchen, irgendwie mal eine Map zu zeichnen selber oder irgendwie mal was aufzuschreiben, wo was ist. Auch nachher nachvollziehen zu können, wo ich denn noch nicht war. Das Schlimmste ist halt zu sagen, ja, ich war dort schon. Weiß aber ganz genau, da gibt es noch irgendwie so eine Ecke, wo noch irgendwie 5 Sachen sind, die ich noch einsammeln kann, aber ja. Gut, gehen wir mal hier lang. Hier geht es weiter. Und? Hier entlang, Mikey. Hier entlang, Mikey. Okay. Ich folge dem Ruf. Was ist das hier? Sieht vom Eingang her aus wie der Feuertempel. Ist das ein anderer Eingang zum Feuertempel? Steht immer noch wüstes Land. Oh je. Ich hab's. Oh yeah. Das kann ich schieben. Eine dunkle Seele, wer sagt's denn? Die dunklen Seelen gehören mir. Ich dachte schon, ich kann auf den Klotz draufsteigen, damit ich da auf die andere Seite komme, aber nee, das erlaubt die Level-Architektur nicht. Okay. Muss ich hier rüberklettern sogar. Kamera hier komplett austickt. Führt mich denn diese Plattform hin? Da ist auch eine dunkle Seele. Ah ja. What? Wie soll das denn gehen? Kann nicht über Feuer laufen, das funktioniert so nicht. No. Du kriegst jetzt auch vor allem dein Fett weg hier. Kopf.
Aber wenn wir jetzt eh noch ein paar dunkle Seelen als Bonus haben, die ich hier eingesammelt habe, das ist ja auch, wir werden umso schneller dann die Stufe 5 Türen öffnen können. Obergeil. Da ist der Tod. Darüber zu springen ist unmöglich. Hier lang? Oder was? Da hoch. Okay, das funktioniert. Das kann ich schieben. Oh. Zwei Köpfe schießen besser als einer. Okay, hier bin ich. Ah, da ist eine Plattform. Safety first. Okay, hier geht es wieder links und rechts. Alter, ist alles voll mit Fallen. Gegnern. Den schieben. Ah ja. Ach, durch die Spinnenweben kann ich nicht, oder was? Die sind aus Stahl. Guten Stahlspinnenweben. Wer kennt's nicht? Hä? Ah. Was? Heiliger Himmel! Scheiße! Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Unvorstellbar! Was bist du? Alter! Bossfight oder was? First real Bossfight. Au, au. Erledigt, oder? Jawohl. Jawohl. Super. Ah, ich verstehe. Die Schädel sind dazu da, meine Magie aufzuladen, damit ich damit ich Feuer schießen kann. Verstehe. Zerbraucht also keine dunklen Seelen, weil das hätte ja auch gar keinen Sinn gemacht. Dafür sind die Dinger jetzt da. Okay, wir haben den Boss besiegt. Krasser Scheiß. Ich speichere gerade mal. Hier sind die Kings! Ja. Ja. Okay, was hat das jetzt gebracht? Wir haben den Boss jetzt hier besiegt. Aber wo führt uns das hin, ist die Frage. Wo sind wir denn? Immer noch wüstes Land. Reich der Toten. Guck mal, was wir hier bekommen. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Ist das eine Waffe? Marathon. Scheint mir auch eine Waffe zu sein. Was? Okay. Was kann die denn? Schießt auch irgendwas. 100 Kado, den Loa geopfert, verleihen dem Geist eines Mannes große Stärke. Ach, hier kann ich meine Kado opfern. Diese Gaben bringe ich euch dar, o huldvolle Loa, o großmütige Loa. Ein spiritueller Handel für weiteres Leben. Meine Lebenskraft wächst. Meine Lebenskraft wächst.
Wie er es sagt. Alles klar. Okay, hier ist der Schrein, wo wir die Kartons da bringen können. Endlich. Gut. 100 jeweils, ne? Verdammt. Anscheinend habe ich nicht genügend Kado. 100 sind nötig, um den Loa ein Opfer zu bringen. Den Loa? Okay. Okay, das ist jetzt... Oh, ne? Gut. Also, ich finde, es ist viel passiert. Wir haben neue Gebiete gefunden, wir haben diesen Boss eben besiegt, wir haben unsere Kardos geopfert, damit wir mehr Leben haben. Wir haben mehr Lebensenergie, wir haben zwei Waffen. Einmal die und dann noch den Kopf, der schießt. Dann guckt euch unser Inventar an. Geht langsam, ne? Finde ich gut. Ich hab Bock. Ich hab echt Bock. Okay. Aber ich komme hier nicht raus. Weiß nicht, warum ich gerade so viel speichere. Ich wollte eigentlich hier den Bären benutzen. Tempel des Lebens. Ach, da sind wir. So, es ist ein neues Gebiet. Tempel des Lebens. Okay, wo komme ich hin, wenn ich zum Tempel des Lebens mich teleportiere? Komme ich hier hin? Oder komme ich zumindest in die Nähe, dass ich nicht irgendwie mega den langen Weg habe? Und ich starte hier. Also wenn ich die Kado opfern möchte, habe ich halt echt einen langen Weg vor mir. Da gibt es da irgendwie einen Shortcut. Nee. Okay. Wir machen weiter unser Business. Wir haben die Möglichkeit, Tore der Stufe 4 zu öffnen. Das tun wir jetzt. Ich hab's. Das ist ein Magie einsammeln. Ich nenn's einfach mal Magie. So eine normale Pistole. Die ist ja der innere Kreis. Die kann man aufladen. Die hat ja unendlich Schuss. Aber ja, wie gesagt, die anderen Sachen nicht. Irgendwie treffe ich ihn nicht. Warum? Irgendwie ist die Waffe ziemlich strange. Nee, ich glaube, ich nehme noch lieber den Kopf. Also dieses... Ja, es ist halt ein Kopf mit Rückgrat. Oh, keine Magie mehr. Im Feuertempel war ja noch eine Tür der Stufe 4... Aber ich gucke gerade erstmal, dass ich die der Stufe 4 öffne, die hier sind. Und dann würde ich nochmal nämlich in den Feuertempel gehen und da noch die Tür öffnen. Zuerst kommen die hier dran. Eine war hier unten. Na komm. Also wenn wir Türen der Stufe 5 öffnen können, sind wir, glaube ich, auch so ungefähr bei der Hälfte des Spiels. Aber wir müssen immer noch die Seelen der Hauptbösewichte finden. Ich glaube, dass das Spiel schon ziemlich lange ist von der Spielzeit her. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Stunden ich jetzt aktuell bin. Ich glaube, bei 10? Ah, 10 vielleicht nicht. Sagen wir mal 8 ungefähr. Ich bin ja noch relativ am Anfang, wenn man so will. Also ich habe schon viele Seelen gesammelt und so weiter, aber wenn du überlegst, 120 gibt es und ich habe nicht mal 50 oder beziehungsweise 60, die Hälfte Super. Der dunklen Seelen. Da kommt noch einiges auf uns zu, würde ich mal behaupten. So, Sesam, öffne dich. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Oh ja, yeah, das sind wir. Okay, hier brauchen wir... Ob ich Stufe 8? Nee, Stufe 7. Okay,
Hier können wir zumindest schon mal reingehen. Und dann würde ich mich in den Feuertempel porten und dann nochmal diese Tür dort öffnen. Mich erstmal umgucken, was hier so ist. Okay, Leben. Was haben wir denn da für eine Tür? Okay, das wäre die nächste Tür. 5. Ob die Map gucke. Okay. Ja. Die ist direkt daneben. Kann ich da rein oder sterbe ich da wieder? Weiß es nicht. Nee, ist Wasser. Okay. Manchmal traue ich dem Braten nicht. Okay. Ja, zu der Tür zu gehen macht jetzt ja wenig Sinn. Oh. Ist hier irgendwas? Unter Wasser? Außer den Töpfen hier. Wenn ein Cadeau versteckt ist, nehme ich es natürlich gerne mit, aber ich glaube nicht. Ja, hier geht's lang. Die nächste Brücke. Und tiefer noch führen die Verflechtungen des düsteren Mysteriums. Die Liebe, die ich jedem Leben gegenüber hegte, sollte ihren Platz an diesem Ort behaupten. Gefangen in einer fauligen Zelle, von Narren heimgesucht, gekettet an die Hölle. Und tiefer noch finde ich eine gewaltige dunkle Liebe, tief drinnen im dunkel pochenden Herzen des Asyls. Nicht meine Liebe, nicht mir steht diese Liebe zu, denn pervertiert ist die Reinheit dieses Edleren. Und ich sollte mein nicht lebendes, nicht totes Sein da niederlegen, um die Welt von der Tyrannei des Schreckens zu befreien. Das werden wir tun. Okay. Wo sind wir jetzt? Die Käfigpfade. Okay. Klingt äußerst spannend. Diese drei Dinger kann man doch bestimmt irgendwie einschlagen, dass sich dieses Tor da öffnet. Da wette ich drauf. Irgendwas ist mit den Dingen. Kann ich die anzünden? Vielleicht? Ja. Brenne. Ich glaube, das funktioniert mit meinen Waffen nicht. Ich glaube, dafür brauche ich irgendwas anderes. Aber das sieht halt so aus, als müsste man die irgendwie einschlagen und dann würde sich da das Tor öffnen. Und irgendwie einen Shortcut freigeben. Kann man die verbrennen? Feuer? Ich hab keine Magie mehr. Scheiße. Die Käfigpfade. Kann ich da hoch? Habe ich das? Ja. Kadoos sind ganz wichtig, damit ich halt Lebensenergie nachher tanken kann. Beziehungsweise erweitern im Prinzip. Je 100 Stück. Gut, jetzt bin ich hier. Muss ich da rüberspringen? Über den Zaun? Möglich, dass ich das muss. Alter, was ist mit der Musik nicht richtig? Ist das hier ein Seil, was da hängt? Hallo? Anspringen. Ah ja. Kannst du dich umdrehen? Sehr gut. Ist das ein Zug? Das ist eindeutig ein Zug, ja. Er klingt sehr danach. Klingt eindeutig nach einem Zug. Wow, hinter mir. Weinebär. Super.
Super. Eindeutig. Loot. Und was für einer? Oh, die brennen besonders gut, die Gegner. Eine dunkle Seele. Ich fasse es nicht. Die dunklen Seelen gehören mir. Meine. Wie viele dunkle Seelen habe ich mittlerweile? 19. Krass. Und dann haben wir 20. Fehlen nur noch 100. Zu komplettieren im Prinzip. Na denn. Können wir ja gleich mal in den Zug einsteigen. Zuerst würde ich nochmal gucken, was ist das für eine Tür hier? Ah, es ist ein Block. Wo dämme ich denn hin? Tür nichts. Wieder so eine Tür. Funktioniert mit dem Feuer hier nicht. Ist relativ dunkel. Ich glaube, ich muss das dann etwas erhellen, die Stellen hier. Im Spiel. Ah, so komme ich dann wieder zurück zum Eingang. Alles klar. Das ist ein kleiner Pfad, der zum Eingang führt, dieser Area. Aber wir steigen jetzt erstmal in den Zug ein. Wenn wir wieder zurück wollen, weiß ich zumindest, es geht hier rüber. Map. Hey, wie starte ich den Zug oder fährt er automatisch? Ah, hier brauche ich den Schlüssel wieder. Alle einsteigen. Der Zug fährt los. Okay, wir sind da. Alle aussteigen. Vielen Dank, Mikey. Lauter Kinder lachen. ...53 haben wir schon wieder. 46, dann können wir uns wieder ein weiteres Lebensupgrade leisten. Ich hab's. Finde ich sehr cool. Was ist denn das hier für ein Gang? Hä? Oh nein. Oh nein! Der Kettensägenmann ist zurück. Bitte nicht. Kann er durch Tore gehen? Bin mir dessen nicht sicher. Da kann ich definitiv rüber. Er ist da oben. Ja, es gibt ja auf jeden Fall ziemlich viel zu entdecken bei den Käfigfaden. Käferfaden. Nichtsdestotrotz machen wir hier an dieser Stelle erstmal Schluss und ich bedanke mich schon mal recht herzlich fürs Zusehen bei Shadowman Remastered. In der nächsten Folge geht es hier weiter im Asyl, Käfigpfade, wie es da steht. Und dann, ja, werden wir die Gegend einfach mal ein bisschen untersuchen. Also dunkle Seelen gibt es hier einzusammeln, 11 Stück. Wir haben eine und dann noch haufenweise Kadeaus, beziehungsweise 36 Stück. Ja, und... mal sehen, was es noch erwartet. Also, bis dann.